Hallo meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen alle Widder, Löwen und Schützen für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Januarhälfte. Ja meine Lieben, ihr seht die Legung bereits, es sind viele Karten zu sehen und zwar habe ich doch einige Klärungskarten erbeten diesmal, denn die Energie war so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, nicht so einfach zu deuten. Ja, und dann, wenn ich mir bei manchen Karten nicht ganz sicher bin, ich habe zwar so einen Impuls erhalten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dann bitte ich doch lieber immer mal noch um eine Klärungskarte. Und ich habe wieder die beiden Decks verwendet, die ihr schon kennt aus den Sternzeichen-Readings, und zwar das Rider-Waite-Tarot, ja, in dieser wunderschönen Golden Rider-Version, in diesen Hauptkarten, das heißt, die seht ihr bereits aufgedeckt. Hier in der Mitte wollten diesmal zwei Karten gleichzeitig springen. Und dann habe ich noch die Klärungskarten erbeten aus dem Crystal Vision Tarot. Ja, kennt ihr schon. Ich habe dieses Legesystem jetzt schon lange Zeit beibehalten, einfach weil diese beiden Decks wundervoll zusammen harmonieren und ich auch sehr gut damit zurechtkomme. Und deswegen auch heute bin ich diesem System treu geblieben. Ja, ganz wichtig natürlich bei den allgemeinen Readings, das möchte ich immer vorneweg sagen, denn viele schauen doch zum ersten Mal zu. Du sollst selbst für dich hineinspüren, in dich, ja, mit welchen Botschaften gehst du in Resonanz, was hat dir selbst etwas zu sagen oder bei welchen Botschaften, ja, schüttelst du innerlich sozusagen selber den Kopf. Nimm bitte nur das an, was mit dir in Resonanz geht, ja, und es kann manchmal einfach vorkommen, dass die Legung nicht zu deiner Energie passt, denn ich frage ja immer, bevor ich das Reading erstelle, nach den Botschaften, die jetzt für unsere Resonanzgruppe am wichtigsten sind, ja, die möglichst vielen Menschen hilfreich sein können, dann schau dir gerne noch den Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn dieses Zeichen einer anderen Elementegruppe entspricht, denn manchmal sind diese Legungen dann einfach stimmiger. Ja? Also wichtig ist, das was du fühlst, das was du spürst, wenn du die Karten betrachtest und meine Worte hörst, das ist die Botschaft, die zu dir kommen soll. Dann möchte ich mal loslegen. Ich habe wie immer bereits eine Meditation über der Legung gemacht, habe dann nochmal zusätzliche Impulse zur Deutung erhalten und vielleicht ganz zusammenfassend am Anfang eine kleine, ja schon Richtschnur, wo geht dieses Reading hin, in welche Richtung. Es wird vor allem dann für dich stimmig sein, wenn du dich aus einer Dreiecksgeschichte gelöst hast oder lösen möchtest. Also das heißt, wenn du in der Liebe verwoben bist mit einem Menschen, der sich vielleicht noch in einer anderen Partnerschaft befindet oder du selbst befindest dich in einer Partnerschaft, hast aber jemanden anderen eigentlich im Kopf oder auch im Herzen, dann könnte dieses Reading sehr stimmig für dich sein. Das ist so ein bisschen das Grundthema. Geht um Loslassen, um Loslösung, aber auch um damit verbundenen Schmerz. In der Hauptenergie, ich habe es gerade schon angedeutet, wollten während des Missions zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen. Und zwar sehen wir hier einmal die 9 Stäbe und einmal die 8 Münzen. Ich möchte trotzdem kurz getrennt auf die Karten eingehen. Die 9 Stäbe, das ist eine Karte, die mir zeigt, dass du in deiner Vergangenheit eine eher schmerzhafte Phase in deinem Leben durchlebt hast. Ja, also dieser Mann, der hier steht, der trägt Verbände. Er trägt einen Verband am Arm, er trägt einen Kopfverband und man sieht ihm an, von der ganzen Körperhaltung, von seinem ganzen Ausdruck, dass er des Kämpfens müde ist. Ja, also hinter dem liegt keine einfache Zeit. Er hat Verletzungen davon getragen. Aber, und jetzt kommt das Positive an dieser Karte, er macht weiter. Ja, das ist die Karte, ich sage oft, das ist meine I'm still standing Karte, die einfach zeigt, trotzdem du vielleicht durch eine schmerzliche Phase gegangen bist oder jetzt gehen wirst, bist du bereit, nach vorne zu schauen. Und das Schöne an den Stäben im Tarot finde ich ja, dass man an den Stäben hier so, ich zeige es mal etwas näher in die Kamera, so kleine grüne Blättchen sieht. Ja? Damit bringt dieses Deck zum Ausdruck, dass
es immer Hoffnung gibt, ja. Selbst in der dunkelsten Zeit unseres Lebens dürfen wir uns daran erinnern, dass wir ein Licht am Ende des Tunnels vor uns haben. Das zeigen hier diese kleinen grünen Triebe, ja. Dass wenn dieser Mann sich jetzt beherzt auf einen neuen Weg begibt und die Vergangenheit ein Stück weit hinter sich lässt, dass dann auch wieder Wachstum für ihn möglich ist. Und dazu passen sehr, sehr schön die 8 Münzen. Ja, hier siehst du einen Mann, der diese Münzen bearbeitet und er hat schon einige bearbeitet. Die siehst du, die hat er hier an diesem Pfahl aufgereiht. Und diese Karte steht vor allem für dein Selbstwertgefühl, für dein Selbstbewusstsein. Ja, also in Kombination sagt mir die Gesamtenergie, dass es dir jetzt im Januar gelingt, wieder mehr in dein Selbstwertgefühl zu finden, auch letztendlich zu verinnerlichen, was du in diesem Bereich ja deiner persönlichen Entwicklung schon alles erreicht hast. Denn der Mann hier hängt die Münzen ja deswegen hier an den Balken auf, weil er zeigen möchte, schau, so weit bin ich schon gekommen. Ja? Und auch dieser Mann zeigt sich der Welt aufrecht, ja, trotz dieser Verbände und vielleicht auch Schmerzen, die er noch hat. Er zeigt sich der Welt aufrecht und sagt, schaut, hier bin ich. I am still standing. Ich stehe noch. Ja? Mich zwingt nichts in die Knie. Und ich bin bereit, weiter an meiner Selbstwertschätzung zu arbeiten. Ich erkenne meinen Wert zunehmend mehr. Also eigentlich eine sehr, sehr schöne Gesamtenergie. In Verbindung mit den restlich gefallenen Karten möchte ich schon diesen Aspekt betonen, dass du vielleicht momentan durch keine leichte Phase in deinem Leben gehst. Ja? Aber wie wir gleich sehen werden, es wird sich alles zum Positiven entwickeln. Ja, dann frage ich, aus welcher Energie kommst du jetzt vielleicht seit Jahresbeginn? Und da fallen die 3 Kelche. Mein erster Impuls war eben diese Dreierkonstellation. Die Karte steht ja auch noch für den Erntedank. Diese Interpretationsmöglichkeit möchte ich noch, nachher auch noch aufzeigen, wenn es für dich nicht um so eine Dreiecksgeschichte geht. Aber mein erster und auch sehr deutlicher Impuls weiß, dass du dich dann angesprochen fühlen kannst, wenn du dich entweder in so einer Dreiecksgeschichte befindest, also das heißt, du möchtest vielleicht gern mit einem Menschen zusammen sein, der noch in einer anderen Beziehung ist, oder aber du bist noch in einer Beziehung und hast noch nicht den Mut gefunden, auszubrechen, dich vielleicht für einen anderen Menschen zu entscheiden, ja? Und dazu möchte ich gleich mal die Klärungskarte zeigen. Hier fällt nämlich das Ass der Schwerter. Und das ist ja eine Karte für Wahrheit und Klarheit, ja, und auch für Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also es heißt, es könnte sein, dass du dich jetzt im Januar bis jetzt damit befasst hast, wirklich eine Situation zu verlassen, die einen Menschen zu viel beinhaltet, so möchte ich es fast sagen. Ja, denn 3 sind in der Liebe grundsätzlich einer zu viel. Und mit diesem Thema könntest du dich beschäftigt haben. Entweder du hast bereits einen Entschluss gefasst, ja, oder aber du bist gerade dabei, dir hier auch wirklich immer wieder deines Wertes bewusst zu werden und zu verinnerlichen, dass es an dir ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn sich vielleicht ein anderer Mensch nicht für dich entscheiden kann. Ja? Oder aber auch, wenn es du bist, der oder die sich noch in einer Beziehung befindet, eine Entscheidung zu treffen, deinem Herzen zu folgen. Also das könnte das Thema sein. Wenn es bei dir jetzt überhaupt nicht um so eine Dreiecksbeziehung geht, dann könnte diese Karte auch tatsächlich für den Erntedank stehen, dass du dir, obwohl du momentan vielleicht in einer ja schmerzlichen Lebenssituation steckst, immer wieder vor Augen hältst, dass es für dich jetzt darum geht, eine klare Entscheidung für dich selbst, für deine Authentizität zu treffen, ja, um dann letztendlich die Ernte einzufahren. Also das könnte es auch bedeuten, ja. Wäre jetzt zum Beispiel auch für berufliche Situationen denkbar oder aber auch für Freundschaften, für familiäre Angelegenheiten, dass du einfach fühlst, wo in deinem Leben es jetzt darum geht, für dich einzustehen, dein Schwert zu erheben und ganz klar und authentisch deine Wahrheit zu sprechen und du erhoffst dir dadurch
später wirklich reiche Ernte einzufahren, die Früchte zu ernten, dessen, dass du jetzt ganz bei dir bist. Die Karte steht auch für Lebensfreude. Es kann auch sein, dass du dich ganz bewusst dazu entschieden hast, aus einer eher schmerzlichen Situation jetzt herauszugehen, weil du dich nach Lebensfreude sehnst, ja, dass du vielleicht begonnen hast, wieder rauszugehen, dich mit Freunden zu treffen, und dafür hast du eine ganz klare Entscheidung getroffen. Also das wäre alles denkbar. Aber wie gesagt, der erste Impuls, meistens für viele von euch stimmig, ist die Dreierkonstellation. Ja, dann frage ich, wie entwickelt sich die Energie weiter, und da fallen die 9 Schwerter. Das ist eine Karte, die mir jetzt zeigt, dass eventuell zu dieser Zeit des kommenden Neumondes, der findet im Zeichen des Wassermanns statt am 24. Januar, dass da eventuell noch so ein bisschen Schmerz hochkommen könnte. Ich wollte jetzt mal wissen, ist es aktueller Schmerz oder hat es noch hier vielleicht mit den vergangenen Verletzungen zu tun? Und da fällt der Page der Schwerter. Pagen stehen oft für Nachrichten. Also es könnte tatsächlich sein, dass du nochmal eine Nachricht erhältst, die dir nochmal wehtut, ja. Oder du hörst etwas, du bekommst etwas mitgeteilt, was nochmal Schmerz in dir antriggert. Das kann entweder nochmal Schmerz hier, den ich in deiner Vergangenheit eigentlich wahrgenommen habe, sein. Oder eben ein Schmerz aus dieser Dreiecksverbindung heraus resultierend, also beispielsweise, dass du dich ja mit deinem Wunschpartner vielleicht verabredet hast, ja, und er oder sie sagt das Treffen ab, weil er sich um die Familie kümmern muss. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel, sowas wäre denkbar, ja, dass irgendetwas hier auf dich zukommt, was nochmal ja, Enttäuschung möchte ich fast sagen, auslöst. Ja, diese Karte nehme ich so für einen Moment wahr, der dich nochmal enttäuscht, der nochmal vielleicht auch dir deutlich macht, ja, welche Situation es in deinem Leben zu verlassen gilt, weil eben immer wieder in dieser Situation dein Selbstwertgefühl untergraben wird, so spüre ich's, ja, weil du vielleicht immer wieder zurückstecken musst, immer wieder auf diese Position im Hintergrund verwiesen wirst. Also so kommt es mir vor. Das könnte also passieren. Ich nehme das wahr, so vielleicht um die Zeit des kommenden Neumondes. Und es wird dann aber wieder besser. Zum Monatsende hin fallen hier nämlich die 7 Münzen. Und das ist ein bisschen in Verbindung zu bringen mit den 3 Kelchen. Denn auch hier geht es um Wachsen und Ernten. Ja? Dieser Gärtner hier, der hat also seine Pflanzen ausgesät, er beobachtet hier das Wachstum, ja, vielleicht züchtet er auch Früchte oder erwartet, dass die Blumen aufblühen. Jedenfalls zeigt diese Karte, dass du wieder in deine Kraft zurückkommst, ja, also auch wenn dich hier vielleicht nochmal was antriggert, wenn du hier nochmal Schmerz spürst, du kommst in deine Kraft zurück und hast auch Geduld mit dir und dem Prozess. Sehr schön, denn wir haben hier die 7 Münzen, in der Hauptenergie die 8 Münzen. Also du weißt ganz genau, dass es immer wieder für dich darum geht, in dir selbst diesen Halt zu finden, ja, wenn dir von außen wieder eine Situation Schmerz antriggert, wenn du wieder fühlst, hier werde ich nicht wertschätzend behandelt oder aber jemand anderes zieht vielleicht immer wieder einen anderen Menschen vor. Also wie gesagt, diese Dreiecksbeziehung, die ist ganz präsent in diesem Reading. Tut mir jetzt leid, ja, wenn es vielleicht dann nicht für so viele Menschen jetzt stimmig ist, aber ihr wisst ja, ich frage ja vor diesen Readings immer, welche Botschaften sollen jetzt ins Kollektiv, in unsere Resonanzgruppe, weil sie eben von denjenigen dringend benötigt werden. Und deswegen ist es hier so präsent, weil es tatsächlich jetzt für die unter euch gedacht ist, die sich in so einer Geschichte befinden. Und ich habe hier auch noch eine Klärungskarte erbeten und da fallen die 2 Stäbe. Und das ist ja eine Karte, die zeigt, dass deine Seele große Sehnsucht nach Veränderung hat, ja. Auf der Karte ist es nicht ganz so deutlich zu sehen. Im Rider-Waite-Tarot ist es ja die Karte, da hält der Mann die Weltkugel in seiner Hand.
Und dazu nehme ich auch immer wahr, dass hier wirklich die Seele große Sehnsucht nach Neuland sozusagen verspürt, ja. Und in Verbindung mit den sieben Münzen passt es sehr schön zu der Energie des gesamten Readings, dass du einfach auf Seelenebene, also intuitiv weißt, welche Situation es für dich zu verlassen gilt, ja. Und du hast jetzt wieder große Hoffnung, wirklich, indem du dich immer wieder in deinen Selbstwert, in die Selbstliebe zurückholst, dass es dir gelingen wird, jetzt dafür zu sorgen, ja, um später tatsächlich kraftvoll und siegreich aus dieser Situation hervorzugehen, weil du dir deines Wertes bewusst geworden bist und eine, ja, entweder eine Beziehung oder eine bestimmte Situation in deinem Leben verlassen konntest, die dir auch Energie raubt, so nehme ich es wahr. Also gerade hier mit dem Pagen der Schwerter und den neuen Schwertern, ja, fühle ich, dass es irgendetwas gibt in deinem Leben, das dir vielleicht auch schon längere Zeit immer wieder Energie und Lebensfreude raubt. Und da hat deine Seele jetzt wirklich die deutliche Botschaft für dich, diese Situation zu verlassen. Ja, dann frage ich hier an der Stelle, was kommt eventuell von außen auf dich zu? Was passiert in deinem Umfeld oder was kann man da vielleicht jetzt von außen erwarten? Und hier fällt der Stern. Den Stern habe ich hier jetzt auf dieser Position sofort für eine spirituelle oder göttlich geführte Erkenntnis wahrgenommen. Ich habe also eigentlich den Impuls erhalten, dass du fast wie so eine Blitzerleuchtung hast, ja, die nämlich, und jetzt kommt gleich die Klärungskarte, mit einer Ablehnung oder Zurückweisung zu tun hat. Denn als Klärungskarte fallen die vier Kelche. Die vier Kelche sind im Tarot eine Karte, die zum Ausdruck bringt, dass du eventuell einem Menschen in deinem Leben deinen Kelch der Liebe, ja, eine Zeit lang hinterhergetragen hast, ja, vielleicht auch sogar schon lang, ja, und dass dir vielleicht auch hier durch eine bestimmte Nachricht, die dich erreicht, oder aber auch du siehst etwas, dir wird etwas zugetragen, du siehst was in den sozialen Medien, keine Ahnung, was es sein könnte, was dir erstmal wieder hier Enttäuschung beschert, ja, dass aber gleichzeitig damit eine Art, ja, ich sage das Wort nochmal, weil es mir gerade so präsent ist, Blitzerleuchtung, ja, also eine plötzliche Erkenntnis bringt, dass es jetzt für dich darum geht, hier sozusagen den Rücken zu kehren und dich wirklich auf einen neuen Weg zu machen. Das nehme ich wahr. Eine Erkenntnis, die mit einer, ja, vielleicht schon sehr lange in dir vorhandenen Wunde der Ablehnung und Zurückweisung zu tun hat. Es ist ja so, wir treffen ja in unserem Leben nicht zufällig auf Menschen, ja? Also wenn es einen Menschen in deinem Leben gibt, der sich nicht für dich entscheiden kann, der dich aufgrund dessen vielleicht immer wieder zurückweist, ja, und den Kelch, den du ihm reichen möchtest, sozusagen ablehnt, dann berührt dieser Mensch eine ganz alte Wunde in dir. Deswegen sage ich immer, ungern jemand anderes verletzt uns, sondern korrekter formuliert ist es eigentlich, jemand anders triggert durch sein Verhalten oder ihr Verhalten eine ganz alte Wunde in uns an oder reißt diese auf. Denn diese Urwunden, wie ich sie gerne bezeichne, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dass sich jemand für uns entscheidet, vielleicht nicht attraktiv genug zu sein, nicht erfolgreich genug und. Diese Urwunden, die entstehen ja meistens schon in der Vergangenheit, ja, sehr oft in der Kindheit oder aber wir bringen sie schon aus vergangenen Leben mit. Und es scheint jetzt hier, also so nehme ich es in diesem Reading wahr, tatsächlich so zu sein, dass es einen Menschen oder eine Situation in deinem Leben gibt, der oder die diese Wunde immer wieder aufgerissen hat, vielleicht jetzt in der Vergangenheit. Ja, deshalb hier auch diese neuen Stäbe. Und da könnte jetzt vielleicht durch eine, ja, letzte Verletzung oder ein letztes,
wie soll ich sagen, antriggern dieser Verletzung, ja, in dir wirklich eine blitzartige Erkenntnis erfolgen, dass es diese Wunde zu heilen gilt und auch dieses Wissen, dass du dich dadurch weiterentwickeln kannst. Das kommt mir in den Sinn. Denn wunderschön fällt auf der Position deiner Hoffnung die 10 Münzen. Und das ist eine tolle Karte. Du hoffst wirklich in dir selbst diese Erfüllung zu finden. Denn die 10 Münzen, ja, das ist nicht die 10 Kelche, das ist nicht unbedingt diese Liebeskarte, die von einer glücklich und erfüllten Beziehung spricht, sondern die 10 Münzen nehme ich immer für dieses Zuhause in deinem Inneren wahr, ja, dass du quasi in dir selbst diese Ganzheit kreierst, nach der du dich im Außen sehnst. Ja, wenn wir immer wieder diese Ganzheit in der Verbindung mit einem anderen Menschen ersehnen, der sie uns aber nicht geben kann, weil er oder sie einfach nicht in unserem Leben ist, dann ist es unsere Aufgabe, diese Ganzheit, diese Erfülltheit im wahrsten Sinne des Wortes, zunächst in uns selbst zu finden. Und das ist deine Hoffnung, ja, dass dir das jetzt gelingt. Hier auch sehr schön mit den 8 Münzen natürlich in Verbindung. Und erstaunlicherweise fällt als Klärungskarte wieder die 9 Schwerter. Also wir haben diese Karte hier zweimal in der Legung. Und das zeigt natürlich jetzt deine Angst. Ja, also du hast die große Hoffnung, dieses Zuhause in dir zu finden, hast aber wirklich auch Angst vor diesem Gefühl der Frustration, der Enttäuschung. Ich nehme hier auch Verlustängste wahr, ja. Wenn du dich jetzt aus einer Situation befreist oder jemandem den Rücken kehrst, ja, so, dass du diesen Menschen wirklich endgültig verlieren könntest. Aber ich fühle in diesem Reading, dass dieser Prozess nötig ist hier, ja, um in deine Kraft zu kommen. Das ist nötig, dass hier eine bestimmte Situation oder ein Zyklus beendet wird, um dann tatsächlich in deine Kraft zu kommen. Und der Stern, das dürfen wir nicht vergessen, steht auch immer für die Heilung. Und es fällt hier eine weitere große Arcana-Karte, als ich fragte, wie entwickelt sich die Energie dann schon in Richtung Februar. Und die Gerechtigkeit, das ist die Karma-Karte im Deck. Es darf sich in deinem Leben ein karmischer Zyklus schließen. Ja? Und die Gerechtigkeit impliziert ja auch immer, dass wir die Verantwortung für unser Leben und unser eigenes Glück selbst übernehmen. Ja, und das passt sehr schön. Ich spiegel ja diese Positionen immer. Und das passt natürlich sehr schön jetzt hier zu den 2 Stäben und den 7 Münzen. Ja, denn ab dem Moment, wo du die Verantwortung für dich selbst übernimmst und sagst, ja, ich bin ja meines Glückes Schmied, schaffst du die besten Voraussetzungen hier, ja, um dich wirklich auf deinen eigenen Weg zu machen und jetzt die Samen dafür zu setzen, um später eben diese reiche Ernte einzufahren. Und ich habe auch hier nochmal nach Klärung gefragt und da fällt der Teufel, was nochmal bestätigt, dass es für dich darum geht, dich aus einer ungesunden Verbindung oder Lebenssituation zu lösen. Der karmische Zyklus mit dem Teufel hier darf beendet werden. Ob das jetzt die toxische Anhaftung an einen anderen Menschen ist, ja, im Sinne einer emotionalen Abhängigkeit, oder aber auch eine materielle, finanzielle Abhängigkeit oder eine Suchterkrankung, für all das steht der Teufel, ja, das musst du für dich erspüren. Aber ganz deutlich erhalten wir hier mit den beiden großen Arcana-Karten den ganz wichtigen Hinweis für dich, dass ein Zyklus zu Ende gehen darf. Etwas in deinem Leben möchte jetzt ein, wie soll ich sagen, Schlusskapitel schreiben. Ja, ein Schlusskapitel schreiben. Nach diesem Kapitel darfst du den Punkt setzen und hier ist erstmal ein Ende der Situation angesagt, damit sich dann Neues entfalten kann. Und wundervoll bringt die geistige Welt die Sonne. Ich frage ja hier nach einem Rat der geistigen Welt und damit nehme ich Lebensfreude wahr. Vor allem natürlich, da wir hier zweimal die 9 Schwerter haben, ja, bringt das Kartenblatt diese Energie der Schwere. Ja, also wir haben hier
nicht nur die neuen Schwerter, auch die neuen Stäbe. Ja, das ist so ein bisschen hier der Page der Schwerter, hier die vier Kelche. Das ist so ein bisschen schwere Energie. Und die geistige Welt sagt, du darfst jetzt wieder Leichtigkeit in dein Leben lassen. Du darfst dich wieder einlassen auf dein Leben und gut für dich sorgen. Und es fällt eine tolle Klärungskarte dazu. Das Crystal Vision Tarot hat ja eine Zusatzkarte, die gibt es im Rider-Waite nicht. Das ist diese The Unknown Card, ja, da heißt es die Karte des Unbekannten. Und also es hätte keine bessere Klärungskarte zur Sonne fallen können, denn damit sagt dir deine göttliche Führung, vertraue. Vertraue darauf, wenn du dich hier, ja, im Sinne der zwei Stäbe, auf einen neuen Weg machst, weil deine Seele dich jetzt aus einer alten Situation befreien möchte, dann kümmere dich erstmal nur um dich selbst und darum, dein Leben zu genießen. Gestalte jeden einzelnen Tag so erfreulich, so glücklich, so leicht, so unbeschwert wie möglich und dann erwarte das Beste. Denn mit dieser Karte der Ungewissheit, ja, ruft dich deine göttliche Führung zu Vertrauen auf. Vertraue, dass wenn du jetzt den Mut findest, diese Situation, die dir in der letzten Zeit viel Kraft geraubt hat, zu verlassen, dann wird die Sonne für dich wieder scheinen. Das nehme ich wahr. Und jetzt zeige ich euch zwei wundervolle Karten an der Unterseite des Decks, ja. Im Rider-Waite-Tarot liegen die sechs Stäbe unten, ja, das ist die Siegeskarte im Tarot. Und damit bestätigt sich all das, was ich im Reading gesagt habe. Wenn du hier durch bist, ist dir der Sieg gewiss, ja. Du wirst siegreich aus dieser Situation hervorgehen und zwar voller Selbstbewusstsein. Der Mann auf der Karte, ja, der ist sich seiner selbst und seines Wertes bewusst. Ja, der sitzt ganz aufrecht auf seinem Pferd. Das Pferd hat eine stolze Haltung. Ja, die Stabenergie steht für Leidenschaft, dafür, dass man nach vorne blickt, ja, enthusiastisch in die Zukunft schaut. Und das wird dir hier garantiert, wenn es dir gelingt, diese toxische Situation oder was immer für dich noch ungesund, so nehme ich es wahr, etwas Ungesundes, etwas, was nicht deinem Seelenfrieden dient, etwas, das dir Kraft raubt, Energie raubt, irgend so etwas gibt es in deinem Leben und das gilt es hinter dir zu lassen. Und wunderschön auch an der Unterseite des Crystal Visions Deck die Karte, das Ass der Stäbe. Diese Karte symbolisiert den Neubeginn inklusive seelischer Weiterentwicklung, ja, auch wieder Feuerenergie. Also passend zu eurem Zeichen, Feuerzeichen, ja, habt ihr hier zwei wunderschöne Karten an der Unterseite des Decks mit den sechs Stäben und dem Ass der Stäbe, ja, weil beide Karten lassen keinen Zweifel daran, dass ihr euch durch das, was momentan in eurem Leben passiert, auch wenn es ein bisschen schmerzlich ist, weiterentwickeln werdet. Dass ihr zuversichtlich und in neuer, ja, wie soll ich sagen, Selbstwahrnehmung aus der Situation herausgeht. Diese Situation, was immer es für dich ist, lehrt dich, dir deiner selbst bewusst zu werden, dir deines Wertes noch mehr bewusst zu werden, für dich einzustehen und vor allem eine Entscheidung für dich und dein höchstes Wohl zu treffen. Das ist das, was ich wahrnehme in diesem Reading. Also im Prinzip ein sehr positives Reading, ja, das dir Mut machen möchte, auch wenn es hier vielleicht, wie gesagt, das nehme ich so ein bisschen für diesen kommenden Neumond wahr, ja. Der hat gerade schon bei den Wasserzeichen, diese Legung habe ich vorher gemacht, hat der sich schon gemeldet, dieser Neumond. Also ich glaube, das wird eine, ja, nicht so leichte Energie, dieser Wassermond, Wassermann-Neumond. Aber er fordert auf, wirklich für sich selbst einzustehen und die Situationen zu verlassen, die uns Kraft rauben und uns in gewisser Weise noch gefangen halten. So nehme ich die Energie jetzt schon mal wahr. Ja, meine Lieben, ich danke fürs Zusehen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie ihr die Legung empfunden habt
Und natürlich bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich für jeden Energieausgleich, der bei mir eingeht, für meinen YouTube-Kanal hier, für meine Videos. Ich weiß das sehr zu schätzen. Bitte fühlt euch da gedrückt von mir und ja, herzlichen Dank dafür. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und verabschiede mich von euch. Bis bald, eure Uli.